Hallo und willkommen zurück mit Fallout 4. So, und heute werden wir noch ein bisschen was für das Institut tun, da wir so gut wie nichts für die gemacht haben. Außerdem wollte ich gerne wissen, wofür die überhaupt da sind, welche Rolle sie spielen, abgesehen davon, dass sie, naja, jeden umbringen wollen. Und ich wollte nochmal mit Vater also reden. Vaters Vater. Aber er ist älter als du. Das ist komisch. Ja, und okay. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Es ist nett. Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Also wie jedes Wundergerät, das je erfunden wurde. Wann lernt ihr Eierköpfe mal dazu? Vertrau mir. Ich zeige dir, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Ein abtrünniger Sint hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Sinn zurück. Okay. Ich nehme an, ich kann das machen. Wir bringen den Sünd nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr. Und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Also, wir gehen technisch gesehen nur zu wohin? Wohin gehen wir? Ja, Kai in Nahand, ein bisschen näher, also ist nichts. Also. Anscheinend gehen wir da einfach hin. Anscheinend sind wir auch cool. Also das Institut will uns nur, dass wir Runner spielen, mit dem Runner. Beste Idee, Mann. Beste Idee ever. Also. Ich habe keine Einsicht, abgesehen davon, dass er mir erzählt hat, dass Sins auch böse sein können. Was es gut macht, dass wir die Railroad umgelegt haben, weil die den Sins helfen wollten. Und wenn die dann zu Raider-Bossen werden, könnte das was. Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Aber da muss man einfach zugreifen. Ja. Und du bist X688. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Klingt, als wären Sie in recht fähigen Händen, Sir. Ja. Jetzt wieder eine Bruderschaft. Dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. Ich behalte die im Auge. Ich hoffe, die haben was Besseres zu tun, als mich zu jagen. Ja, ich bin bereit. Meine Befehle lauten, Ihnen zu helfen, den Sünd im Libertär. Oh, ja, wo geht's lang? Hinten, das ist Libertär, Tal. Piu. Ich will gar nicht erst so tun, als wäre das geplant. Höp. Ey, du Flitze. Hallo. Hier ist Schlüssel die 1. Oh mein Gott, Kisten. Oh mein Gott. Entdecken, du Idiot.
Hi. Ciao. Naja, kümmert ihr beiden euch mal darum. Das war das. Gute Arbeit, Foxlove. Kurz, mach langsamer, ich bin nicht so schnell. Ich kann nicht fliegen. Hallo. Ja, die kümmern sich schon darum. Ah, war nur eine Mini-Atombombe. Hallo. Ah, da oben hin. Das ist echt nett, dass die Botschaft dem Institut hilft. Ja, die haben das, glaube ich, im Griff. Hallo? Wer war... Hallo, das geht so nicht. 3 Meter Atombomben später und ich bin okay. Hübsche Machete. Ja, du warst das, ja. Granate und alles. Tja, die haben es nicht lange gemacht. Wo geht's hoch? Bum bum, Köpfchen. Aber jetzt meine ich, wieso so kompliziert? Wieso nicht einfach bauen? Kabine, eine extra Ladezone nur für eine Kabine. Also ich sag nicht, dass es keinen Sinn ergibt. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ja, und zwar... Ich bin ganz Ohr. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hörte ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Was für ein Zungenbrecher. Dann reden Sie schnell, Sir. Sprechen Sie es nur richtig aus. Das ist alles, Sir. Aber wieso machst du es nicht? Ich meine, du sagst ja... Achso, ich dachte, er wird jetzt erklären. Le Fusil Terribles. Ja, noch höher rüber. Die haben noch nicht mal eine Kampflänze gehabt. Benzin. Roboter. Wo genau haben wir ihn? Ja, jetzt bin ich in der Kap... Habe ich irgendwas überreden? Habe ich... Achso, hier ist eine Leiter. Und ich habe so gedacht, ich müsste irgendetwas machen. Nein, musste ich nicht. Das hätte mir auffallen können. Ja, dann... Bitte was? So dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banken stiehlt? Noch, gut, gut, gut. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Du, 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 du. Ja, also ich weiß, was hier vorgeht.
Nicht mein erstes Rodeo. Kehre zu Vater zurück. Ja, und das machen wir dann. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Au. So, ich bin zurück. Da ist er ja. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann. Das ist mein Fehler, das Institut zu wenden, das überhaupt möglich ist. Das Institut hat den Synth gebaut, also ist es auch für seine Taten verantwortlich. Finde ich nicht. Ein Synth ist von Natur aus nicht böser als eine Waffe. Wenn ein Mann durch einen Schuss stirbt, trägt der Hersteller der Waffe die Schuld? Nein, die Schuld trägt der, der den Abzug gedrückt hat. Wir haben den Synth gebaut, aber ob es geplant war oder nicht, die Agenten der Railroad haben aus ihm einen Killer gemacht. Ach, wieder recht. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Synth unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Danke. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an, es wird dir bestimmt gefallen. Wo? Gut, dass du mir sagst, wo. Gibt's hier noch was? Nö. Und von wo geht's in mein Quartier? Was zur Hölle ist das hier? Ist das so eine Art Star Trek Bett? Ist mein Quartier. Wie wär's nächstes Mal mit einer Wegbeschreibung? Ich will eine Wegbeschreibung. Hallo? Nichts. Nur was ist in dem Haus, okay. Ein was nach unten und dann müsste es da sein. Ob ich mir das merken kann? Wahrscheinlich nicht. Ah, du bist X. Oh, Waffensaft. Hier ist Ihr neues Quartier, Sir. Den nehme ich. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Okay. Das war einfach. Die Schlacht von Bang. Naja, niemand wirklich mag Bunkerhill, also. Der dann Zeit für Krieg. Oh, Vater ist diesmal unten. Er hat irgendwas mit Munition gesagt, aber ich glaube, ich habe es nicht gefunden, oder ich war einfach zu dämlich dafür. So. Vater. Ah, hallo Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Ich würde ihm eine Lektion erteilen. Dafür sorgen, dass er es nie wieder macht. Körperliche Gewalt ist nie meine erste Wahl. Manchmal wird sie jedoch notwendig. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähig gewesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre Fähigkeiten. Ja, ich. Betonung auf hatte. Ja, was ist passiert? Was ist passiert? Was haben sie getan? Sie sind im Besitz von Technologie, die ihnen nicht gehört. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Was soll's? Warum ist denn das so wichtig? Wir müssen nicht nur unser Eigentum zurückholen, sondern ihnen auch eine Lektion erteilen. Und zwar schnell. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfinden. Ja, die werden nichts mehr herausfinden. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen.
Sie würde es nur noch komplizierter machen. Bin ich allein oder habe ich Unterstützung? Ein Runner wartet in der Nähe von Bunker Hill auf dich. Du bekommst, falls nötig, Unterstützung. Wir wollen aber kein großes Aufsehen. Okay. Ja, dann. Ihr wisst, was ich machen werde. Weil ich traue dem Institut, seitdem die Railroad weg ist, genauso wenig an, wie ich der Railroad getraut habe, als die noch gelebt haben. Ich kann dem wirklich nicht vertrauen. Nullprozentig. Sie sagen, es wäre nicht deren Fehler, dass das sind zu Raider werden. Allerdings, wenn sie nicht im Auge behalten, was sie ja tun, weil sie Sklaven von denen sind, kann die Railroad sie einfach nehmen. Also es ist der Schuld von den beiden, dass so etwas passiert. Sondern soll mir kein Gewusstsein sein, dass ich das richtig gemacht habe, als ich das wieder am Wurzhaft geholfen habe. Informiere ich nehme an Maxim. Ich rate nochmal. Könnte auch Ingram sein. Könnte jeder sein. Maxim. Ich habe was anderes. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, den Flohen des Sins aus Bunker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Ich habe die Information vom Institut selbst. Und es war gut, dass Sie mir direkt davon berichtet haben. Gut gemacht, Soldat. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Vernichten Sie die Synths in Bunker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Ich sage Kells, dass er ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Wegtreten, Soldat. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass Arthur das sagen würde. Das war eine sehr schlechte Idee. Wenn das Institut mich sieht, werden sie mich nicht mehr haben. Und was, wenn ich mehrere Informationen aus denen rauskriegen würde? Indem ich einfach sage, ja, gut, ich war dabei. Alle Synths wurden zerstört. Aber, okay, wir können es auf Arthurs Weise machen, wenn der will. Mach doch, mir doch egal. Ich habe keine Zeit für das Minecraft-Plane. Aber hey, Bunker Hill. Muss ich die einfach angreifen oder muss ich erst mit denen arbeiten oder... Nee, vielleicht war es auch nicht die richtige Entscheidung. Obwohl doch, es war... Ich glaube, ich hätte, wenn sie noch leben würden, die Railroad informieren können. Das wird nicht mehr klappen. Das wird nicht funktionieren. Meine Frage ist, wen hast du die Seelen der Bundeswehr mehr? Die Railroad oder das Institut? Ich meine, die beiden machen aus deren Sicht was falsch. Ich kenne diesen Codex, den die haben. Und ich mag ihn nicht. Er ist absolut nutzlos. Wizzle. Das Denkmal hat schon traurig, dass so etwas heutzutage nötig ist. Lebt wohl, wo ihr verschlossenen Türen. Kannte ich irgendwoher. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Hallo. Jemand hier? Ah, bist du der Runner? Ich habe auf Sie gewartet. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. Vier Synths. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Warte. Ich soll jetzt einfach... Okay. Die Info, die diese Krieger hergekriegt haben, wir haben die ganze ausgelöscht. Oh. Jetzt ist es ein Drei-Party-Krieg. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich jetzt...
Ah, naja, gegen die bin ich bestimmt. Jeder ist gegen die. Habt ihr Probleme, Leute? Habt ihr Probleme? Oh, 4 Fraktionen. Keine Ahnung, auf welcher Seite ich gerade bin. Es ist nicht mal eine schwere Entscheidung. Ich würde die ganze Zeit als Fehler am Hudas abhalten, aber irgendwie ist. Ich habe kein Missionsziel, das mir sagt, hilf der Fehler Mudas. Ich sollte denen mal erzählen. Also, wenn die es schaffen, ist es nicht meine Schuld. Ich meine, jeder scheint offensichtlich gegen die kann ich nur mal so sagen, das ist eine sehr schlechte Idee, Warcraftswürfel hier hinzubringen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich lasse nur noch auf den Zeit, wo sie sagen, ja, ist schlecht. Also, nur um das nochmal klarzustellen. Ich bin hier, um einem Institut zu helfen, Zins rauszuholen. Wurde von Maxim beauftragt, das Institut aufzuhalten, von denen zu machen, was mir beauftragt wurde. Ich wusste nicht, dass die Railroad so vertreten ist in Bunker Hill. Wer zur Hölle ist hier gegen wen? Ich meine, kann ich eigentlich dem Institut helfen, ohne dass die Bruderschaft etwas dagegen hat? Weil, ich meine, ich habe das Kommando. Ich musste aber angreifen. Darf ich nur mal sagen, dass das verwirrender ist als alles, was ich bisher gemacht habe? Im Normalfall halte ich mich am Missionsstil, also. Kann es irgendwie sein, dass ich irgendwie drei Leute mit mir habe? Ist das der erwartete Krieg? Ja, ich glaube, wir lassen einfach Glück entscheiden. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Für den Fall, dass alle sterben. Ach, kommt zum Bruderschaft. Kümmert euch um die Bodentruppen, verdammt nochmal. Das ist Krieg. Ich frage mich, auf welcher Seite Codsworth ist. Wie denn? Oh, der kann auch nicht viel. Mir kommt es als nur ein großer Krieg. Vom Institut gegen Stehleine Bruderschaft, die Railroad ist irgendwie nur da, irgendwie. Wer hat gewonnen? Na, ich glaube, die haben gewonnen. Ich will ganz ehrlich sein, ich blick durch das Chaos hier nicht durch. Das sind die vier entwohnenden Zünds. Na schön, Zünd. Bitte. Ich hab nach dir gesucht. Ich
habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Du da, Sünd. Komm, bitte, tu es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Was würde die Bruderschaft tun? Scheint, als hätte ich dich gefunden. Wir wollen einfach unsere Ruhe. Warum hast du solche Angst? Ich will nicht zurück. Bitte, lass mich nicht zurückgehen. Du kommst auf den Schrotthaufen. Nein, nein! Oh, was heißt kümmern? Muss ich... Vorsicht damit! Heißt das kümmern? Ich habe keine Ahnung. Sprich mit Vater. Kann mir mal jemand kurz erklären, was überhaupt passiert ist? Also ich bin hier reingegangen, habe mich um die Railroad gekümmert, bin von der Railroad hier hingegangen, habe mich mit der Stählernen Bruderschaft und dem Institut an der Railroad vorbeigekämpft, die Stählernen Bruderschaft hat die Sins zurückgeschlagen, die Sins und die Bruderschaft waren auf meiner Seite. Kann mir nur mal so kurz jemand erklären, wie genau das hier ablaufen sollte? Ich meine, die Bruder hat gesagt, nee, geh da rein, töte die, mir scheißegal. Ich habe eine Wache. Und daraufhin sagt das Institut, nein, du machst das für uns. Und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe die einfach nur umgelegt, jemand anders... Nein, ich konnte, hatte glaube ich keine andere Wahl, außer die gehen zu lassen. Das wäre wahrscheinlich Railroad, da ich den Runner getötet habe. Aus Versehen. Weil ich dachte, dass ich das machen müsste, weil der immer noch gegen die Bruderschaft gekämpft hat. Und ich nicht mit denen sprechen konnte. Also, das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte.